Sag Hallo zum Vlog. Hallo zum Vlog. Du musst ihn erst anfangen. Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Vlog. Und zwar gehen wir jetzt gleich schon zum Tomb. Ja, genau. Herzlich willkommen. Wir fahren jetzt zum Tomb, weil wir Stahlwolle kaufen wollen, also so ganz dünne, dass wir so langzeitbelichtete Bilder machen können. Ich blende euch hier mal kurz eins ein. Sowas wollen wir machen und deswegen fahren wir jetzt dahin und schauen und hoffen, dass es da so Stahlwolle gibt. Wir haben jetzt Stahlwolle und Draht gekauft und wir werden jetzt auf die Reichenau fahren, um so ein bisschen den Sonnenuntergang anzuschauen. Und da werden wir auch essen und dann werden wir da vielleicht auch das Drahtwollen-Dings-Bums-Zeug machen. So, wir haben jetzt hier noch ganz schön gegessen. Eine Timelapse gab es leider nicht. Jetzt werden wir aber vielleicht noch irgendwo hingehen, wenn es dunkler wird, um eben diese Langzeitbelichtung zu machen. Aber das dauert noch ein bisschen, bis das ganz dunkel ist und ja. Wir sind jetzt zu Hause angekommen und wir gehen nachher schon noch raus, oder? Raus, um diese Bilder eben zu machen. Wir haben extra Stahlwolle vorhin gekauft und so Draht, wo wir die dran befestigen können, dass wir das so schwingen können. Ich hoffe, dass es klappt, auch mit dem Draht. Mhm. Aber warum nicht? Wird schon klappen. Wird schon klappen. Wird schon klappen. Und zwar haben wir jetzt ganze 3 Uhr. Ich weiß nicht, ob man das erkennen kann. So kann man es erkennen. 3 Uhr 2 haben wir und uns ist kein Platz eingefallen, wo wir das machen können. Und wir haben noch irgendeinen Film geschaut und waren nicht so motivated, da jetzt irgendwo hinzufahren, um das zu machen. Und jetzt raffen wir uns gerade um 3 Uhr und machen das jetzt. Beginn jetzt. Alter! Au! Ah! Das Ding ist abgeflogen. Meine Haare hat es irgendwie verbrannt oder sowas. Komm mal her. Oh. Film. Mach neu ab. Alter, bist du scheuert. Das war's dann auch mit diesem Video. Ich musste gerade noch zu David extra fahren, weil diese Aufnahmen haben wir mit Davids Kamera gemacht, weil wir mit meiner Kamera ja die langzeitbelichteten Bilder gemacht haben. Ihr könnt auch mal bei mir auf Instagram vorbeischauen. Da habe ich auch ein Bild gepostet. Das würde mich riesig freuen, wenn ihr da mal vorbeischaut. Ja, also wenn ihr sowas selber nachmacht, dann würde ich da echt aufpassen und euch auf jeden Fall was Langärmliches anziehen. Und auch irgendwas, was ihr über den Kopf macht. Und auf jeden Fall irgendwas zum Feuerlöschen dabei haben. Weil mir sind manchmal auch ein paar Funken auf den Arm geflogen und das tut schon ziemlich weh. Ja, aber an sich war das ziemlich cool und ich glaube, wir machen das auch mal irgendwann an anderen Positionen oder an anderen Orten. Heute Abend findet in meiner App, die könnt ihr euch am Ende des Videos runterladen oder das ist der erste Link unten in der Videobeschreibung, findet heute Abend ein Live-Chat statt. Also ihr könnt euch die mal runterladen und dann gestern haben wir bis zu 6 Stunden oder so zusammen gechattet und es hat mega Spaß gemacht. Wir sind irgendwie bis 8000 Kommentare oder so gekommen und das war echt mega witzig. Dazu habe ich mir heute noch Snapchat Spectacles, die auch in den nächsten Tagen ankommen werden,
Bedeutet, da wird es auch ein cooles Video dazu geben und mit diesen Spectacles werde ich dann auch coole Videos machen können. Ich bin auch gerade bei meinem Vater, warum ich hier lange nicht mehr war, ist, weil unser ganzes Wohnzimmer eigentlich renoviert wurde und unsere ganze Küche, also wir haben eine komplett neue Küche, die wurde renoviert und da wird, glaube ich, morgen ein Video dazu kommen, wie die so aussieht und so. Ich finde, die sieht mega, mega schick aus. Ihr könnt mir auch gerne auf Snapchat folgen, damit ihr da nichts verpasst, falls ich... Wenn ich dann halt die Snapchat-Spectacles habe, da bin ich auch immer sehr aktiv. Ja, ich finde Snapchat ist einfach eine super Plattform, und um einfach direkt euch zu zeigen, was ich gerade mache. Hier könnt ihr mich gerade abonnieren und hier führt es zu meinem letzten Video. Wenn es euch gefallen hat, wie gesagt, einen Daumen nach oben und dann sehen wir uns hoffentlich in einem anderen Video wieder. Bis dahin, tschüss.